Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video unseres Seminars Sprache und Politik. Heute mit der Grundlagensitzung Gegenstände der Politolinguistik. Ich möchte gleich im politischen Jargon bleiben und diesmal nicht vom Fahrplan oder Ähnlichem, sondern von der Tagesordnung sprechen, wie es zum Beispiel auch bei Bundestagsdebatten üblich ist. Ich gebe eine ganz kurze Rekapitulation. Ich möchte kurz zeigen, wie überhaupt das Feld der Politolinguistik erschlossen wird und erschlossen wurde, wofür es ja auch ganz unterschiedliche Bezeichnungen gibt in der Sprachwissenschaft. Wir müssen ganz kurz ein paar politikwissenschaftliche Grundlagen legen und dann in Anknüpfung an das, was Sie zur Vorbereitung gelesen haben, einige Inputs zu Merkmalen, zu Feldern, auch zu Funktionen politischen Sprachgebrauchs. Ich selber werde Ihnen mit vielen Beispielen so eine Probeanalyse mal vorführen und dann haben Sie die Gelegenheit, in der Gruppenarbeit selber analytisch aktiv zu werden. In der letzten Sitzung hatten wir uns an dieser Duden-Definition von Politik orientiert, die auch Nier in seinem Text nochmal aufgreift. Politik ist auf die Durchsetzung bestimmter Ziele, besonders im staatlichen Bereich, auf die Gestaltung des öffentlichen Lebens gerichtetes Handeln von Regierungen und so weiter. Und wir haben festgestellt, dass dieses Handeln auch und vor allem ein sprachliches Handeln ist. Das heißt, Sprache ist Mittel, Begleiter und Gegenstand von Politik oder wie Gierend das sogar gesagt hat, sogar die Bedingung der Möglichkeit von Politik. Und dieses Feld nun, dass man sich mit politischer Sprache in der Linguistik beschäftigt, hat ganz unterschiedliche Bezeichnungen gefunden in der Sprachwissenschaft. Wir werden noch in einer der nächsten Sitzungen den Begriff der Bezeichnungs- und Bedeutungskonkurrenz kennenlernen, womit politische Lexik und semantische Kämpfe beschrieben werden sollen. Aber genau diese Bezeichnungskonkurrenz kann man auch in der Linguistik selbst beobachten. Hier mal nur ein paar Beispiele, was vorgeschlagen wurde in den letzten Jahrzehnten. Sprache in der Politik, Sprache und Politik, Sprache der Politik, politische Sprache, politischer Sprachgebrauch. Ja, also eher eine pragmatische Perspektive, politische Sprachwissenschaft, linguistische Analyse öffentlicher politischer Kommunikation und schließlich auch Politolinguistik, ein Kunstwort, was offenbar besonders neutral und umfassend sein soll. Und genau diesen Vorschlag Politolinguistik hat Armin Burkhardt in einem berühmten Aufsatz 1996 eingebracht. Versuch einer Standortbestimmung, so heißt dieser Aufsatz. Und er schlägt vor, das gesamte Feld, was sich eben mit dem Zusammenhang von Sprache und Politik beschäftigen möchte, Politolinguistik zu nennen. Und er hat hier so eine grobe Klassifikation vorgeschlagen, was Untersuchungsfelder sein könnten. Und es ist interessant, dass er hier nicht nur den öffentlichen Sprachgebrauch, sondern auch den privaten und halböffentlichen Sprachgebrauch mit dazu zählt. Und gehen wir es mal durch, fangen wir links an, sprechen über Politik ist das, was wir im Alltag jederzeit tun können, Tischgespräche zum Beispiel über das Politikgeschehen, Tweets, die wir absetzen, Facebook-Diskussionen und so weiter. Wir haben dann die politische Mediensprache, wir alle konsumieren Zeitungen, Online-News, gerade entscheidet sich die US-Wahl und wir alle hängen ja an den Live-Tickern, aber auch sowas wie Zeitungskommentare, Fernsehsendungen, Politmagazine, Talkshows und so weiter. Und wir haben dann schließlich die Politiker, die Politik, Politiksprache ganz rechts, die sich nochmal aufgliedert in die Politikersprache. Heute müssten wir sagen Politikerinnensprache. Zum Beispiel Weihnachtsansprachen oder Wahlkampfreden oder die Rede, die jetzt gerade vor ein paar Minuten Trump gehalten hat, wo er den Wahlsieg für sich reklamiert und ich bete, dass es sich nicht bewahrheitet. Und schließlich Sprache in der Politik, womit gemeint ist sozusagen das, was die Institutionenpolitik am Laufen hält. Solche Dinge wie Gesetzesentwürfe, Koalitionsverträge, was also eher so die formale Seite des politischen Geschehens anbelangt. So kann man mal versuchen, sich das große Feld der verschiedenen Textsorten und Gattungen zu ordnen. Es zeigt aber auch, wie unterschiedliche Akteure beteiligt sind an dem, was wir politischen Sprachgebrauch nennen können. Feilke hat
gut 20 Jahre später auch einen Vorschlag gemacht, der reagiert auf neuere mediale Entwicklungen. Er hat so eine Art Kern-Peripherie-Modell vorgeschlagen, was so aussieht, dass wir in der Mitte als Kern das politische Sprachhandeln haben. Und damit ist das gemeint, was gerade als Sprache in der Politik genannt wurde, also wie tatsächlich PolitikerInnen sprechen, aber auch wie die Textsorten und so weiter, auf denen die Institution der politischen Ordnung in unserem Land funktioniert. Und wir haben dann die medialisierte Kommunikation, das ist all das, was mit Politikvermittlung zu tun hat, wenn sich PolitikerInnen äußern gegenüber der Presse oder anderen Medien, aber auch die Berichterstattung über die Politik und schließlich, das ist das Neue bei Feiges Modell, die vernetzte Kommunikation, was immer wichtiger wird, wie wir wissen, dass in den sozialen Medien, in den sozialen Netzwerken über Politik gesprochen wird, aber auch über die sozialen Medien auch Politik gemacht wird. Denken wir wiederum an Trump, der ja Twitter sehr erfolgreich für sich nutzt. Ja, und gerade der dritte Bereich ist natürlich in den letzten Jahren ungemein wichtig geworden. Okay, Themenfelder der Politolinguistik. Wir haben jetzt gesehen, was sind so Bereiche, was sind Akteure, wie können wir hier Ordnung schaffen? Und es können nun aus der Perspektive sprachlicher Ebenen gewissermaßen unterschiedliche Dinge angeschaut werden in den einzelnen Bereichen. Ja, also wir haben die Domänen und jetzt schauen wir die sprachlichen Ebenen an. Und was ich Ihnen jetzt zeige, ist auch gleichzeitig so eine Art wissenschaftshistorischer Rückblick. Denn man hat zunächst angefangen, in der Sprach- und Politikforschung sich mit Wörtern zu beschäftigen. Dann kamen später Diskurse, Texte dazu. Dann Diskurse und schließlich neuerdings, das ist der neueste Trend, schaut man sich auch in der Linguistik Bilder an. Das heißt, man begann mit lexikalisch-semantischen Untersuchungen zu politischen Schlagwörtern, Metaphern, semantische Kämpfe und so weiter. Und das werden wir uns auch nächste Woche beschäftigen. Es kamen dann so in den 80er Jahren Text- und gesprächslinguistische Untersuchungen dazu, dass man politische Text- und Gesprächssorten analysiert hat, aber auch Argumentationsanalysen zum Beispiel vorgenommen hat. Das wird uns übernächste Woche beschäftigen. Und schließlich Diskursanalysen, was in den 90er Jahren etabliert wurde, dass man sich anschaut, wie Themen nicht nur in einem Text, sondern in ganz verschiedenen Text- und Kommunikationsbereichen verhandelt werden. Beispiel der Klimadiskurs, der Flüchtlingsdiskurs oder jetzt gerade aktuell der Corona-Diskurs. Und schließlich, das habe ich schon erwähnt, das ist das, was so in den letzten 10 Jahren verstärkt gemacht wird, multimodale Analysen. Wir schauen uns Text-Bild-Relationen an, Bildakte in Analogie zu Sprechakten, wie also mit Bildern, mit häufig symbolisch aufgeladenen Bildern auch politisch gehandelt werden kann. Denken wir an berühmte Fotos von Gesprächen zwischen SpitzenpolitikerInnen, die natürlich dann auch entsprechend inszeniert und verbreitet werden. Gut, ich möchte ganz kurz einige politikwissenschaftliche Grundlagen ansprechen, die auch Nier in seinem Einführungstext erwähnt. In der Politikwissenschaft gibt es nämlich eine Unterscheidung zwischen drei verschiedenen Arten von Politik, die im Englischen tatsächlich mit je eigenen Termini belegt sind. Und somit können wir sagen, dass das deutsche Wort Politik sozusagen mehrdeutig ist. Und diese Mehrdeutigkeit kann aufgelöst werden, wenn wir uns mal an den drei verschiedenen englischen Termini orientieren. Da wird unterschieden zwischen Polity, Policy und Politics, was sich alles mit Politik übersetzen lässt, aber jeweils unterschiedliche Schwerpunkte setzt. Sie können das nachlesen bei Reisiegel, der hier diese schöne Tabelle mal aufgestellt hat. Unter Polity, wir gehen mal zunächst bei den Erscheinungsformen durch, dazu zählt sozusagen die institutionelle Ordnung und wie die Institutionen in einem Land funktionieren, damit die Politik eben genau die Form annimmt, die sie nimmt. Das heißt, sowas wie parlamentarische Demokratie wäre so etwas. Ja, da geht es um die politische Ordnung in einem
Land. Bei Policy, da geht es um die politische Gestaltung in ganz verschiedenen Handlungsfeldern. Das können Sie nachvollziehen, wenn Sie zum Beispiel auf bundestag.de gehen, dann können Sie Politikfelder sich aufrufen, sowas wie Außenpolitik, Innenpolitik und dann auch so Felder wie Gesundheit, Digitalisierung, Landwirtschaft, wofür es auch einzelne Ressorts und Ministerien gibt. Ja? Und da gibt es ja auch jeweils Experten, Sonderausschüsse und so ist eben das Ganze nochmals thematisch organisiert. Und hier geht es darum, nicht so sehr das gesamte politische System zu organisieren, sondern in konkreten Handlungsfeldern zu planen und bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Ja, und hier stehen also konkrete politische Inhalte im Fokus. Und schließlich, das letzte wäre die Politics, das sind die politischen Prozesse, das eigentliche auf Positionierung und Macht und Einfluss und Persuasion und Überzeugung gerichtete politische Handeln. Hier geht es also um die politische Durchsetzung, gerade auch in Konflikt oder in Konkurrenz mit anderen politischen Akteuren. Ja, es ist hilfreich, sich immer klarzumachen, dass wir also diese drei Ebenen haben, die natürlich miteinander verflochten sind und nicht ganz strikt voneinander geschieden, aber ich hoffe, dass es trotzdem klar wird. Und wir werden uns in den kommenden Wochen allerdings vor allem mit Policy und Politics beschäftigen. Und gerade Politics ist interessant, wenn wir uns die medialisierte politische Kommunikation anschauen. Okay, Girnd, den Sie auch gelesen haben, hat Merkmale politischen Sprachgebrauchs unterschieden. Politischer Sprachgebrauch ist erstens ganz grundlegend öffentlich und massenmedial vermittelt und weist das auf, was Mehrfachadressierung genannt wird. Das heißt, sobald etwas öffentlich massenmedial vermittelt wird, sind ja immer gleich mehrere AdressatInnen involviert, andere Parteien, die Öffentlichkeit, andere PolitikerInnen und so weiter. Und häufig überlagert sich das auch. Wir sehen gleich jeweils Beispiele. Gruppenbezogenheit und Repräsentanz bezieht sich insbesondere darauf, dass wir in einer Demokratie leben, die in Parteien organisiert ist. Das heißt, PolitikerInnen sprechen als RepräsentantInnen für eine bestimmte Partei und versuchen sich zwischenparteilich auch zu positionieren und konkurrieren, entsprechend um die Gunst der Öffentlichkeit. Institutionengebundenheit, es gibt eben politische Institutionen, wie zum Beispiel den Bundestag, den Bundesrat oder auch sowas wie die Bundespressekonferenz mit bestimmten Regularien, an denen sich alle, die politisch-sprachlich handeln möchten, auf einer professionellen Ebene in irgendeiner Form orientieren müssen. Mit Diskursgebundenheit schließlich ist gemeint, dass die einzelnen sprachlichen Handlungen nicht isoliert für sich stehen, sondern häufig reagieren auf viel weitreichendere öffentliche, manchmal auch gesamtgesellschaftliche geführte Diskurse, an die PolitikerInnen, wenn sie sprechen, öffentlich sprechen, sich auch immer einhaken. Und das Ganze möchte ich mal exemplifizieren an der Rede von Alexander Gauland in der Aussprache im Anschluss an die Regierungserklärung zu den Lockdown-Beschlüssen vom vergangenen Donnerstag. Sie können sich die Rede anschauen, die ist ja im Netz verfügbar, Sie können sie auch nachlesen. Ich habe hier mal ein paar Passagen rausgegriffen. Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren, es gibt eine einfache Lösung, die Zahl der Verkehrsunfalltoten auf null zu senken, man schafft den Straßenverkehr ab. So fing es an. Ich lasse immer ganz viel aus, nur so einzelne Passagen. Wir betrachten die von Frau Merkel verkündete Lahmlegung des Kulturbetriebs, der Gastronomie, ja praktisch des gesamten Freizeitlebens der Bürger als maßlos und unangemessen. Ich möchte Sie, Frau Bundeskanzler, ausdrücklich vor einem zweiten Lockdown der Wirtschaft warnen. Das verkraften wir nicht. Worauf will ich hinaus? Also man könnte ganz viel herausziehen, aber schauen Sie sich nur mal die Adressierungen an. Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren, hier werden also ganz viele verschiedene Personen und Personengruppen adressiert. Natürlich wird auch immer die Öffentlichkeit adressiert,
die ja über die Berichterstattung und über die Livestreams und so weiter teilnehmen kann, partizipieren kann an dem, oder zumindest rezipieren kann, das Geschehen im Bundestag, und auch die werden natürlich mit angesprochen. Dann heißt es im zweiten Absatz, wir betrachten die von Frau Merkel, wer ist hier wir? Hier spricht er eben im Namen der AfD, er ist ja Fraktionsvorsitzender der AfD. Im nächsten Absatz heißt es dann aber, das verkraften wir nicht. Während hier das wir noch die AfD war, ist hier mit wir offensichtlich viel mehr gemeint, sowas wie die deutsche Gesellschaft. Und auch das ist eine Form von Repräsentanz, und das werden wir noch besprechen. Gerade populistische PolitikerInnen nehmen ja häufig für sich in Anspruch, mehr als andere tatsächlich den Willen des Volkes zu vertreten. Ja? Und das deutet sich hier schon an. Gehen wir weiter. Wir verlangen daher, dass das Parlament wieder vollständig in seine Rechte eingesetzt wird. Hier in diesem Hause soll über Maßnahmen gegen die Pandemie entschieden werden und nirgendwo sonst. Hier finden wir also diese Institutionenorientierung, dass hier wieder wir, also eine Fraktion spricht, dass es überhaupt Fraktionen gibt und dass hier das Parlament und die dort geltenden oder die Regeln, die dort gelten sollen, angesprochen werden und dass die wieder instand gesetzt werden wollen. Das ist also das, worum es thematisch auch in dieser Rede geht. Gehen wir weiter, meine Damen und Herren. Wir haben in diesem Land die Freiheit zu mühselig errungen, als dass wir sie an der Garderobe eines Notstandskabinetts abgeben. Eine Corona-Diktatur auf Widerruf ist keine Lösung. Wir müssen abwägen, auch um den Preis, dass Menschen sterben. Hier sehen wir unter anderem, wie sich Gauland hier in einen viel weiterreichenden Diskurs einschreibt. Ein Diskurs, der zum Beispiel auf Corona-Gegner, Demonstrationen geführt wird, der in rechten bis rechtsextremen Kreisen geführt wird, dass hier behauptet wird, dass die Freiheit in unserem Land ganz grundlegend bedroht ist. Mit dem Notstandskabinett, ja, es ist, hat doch durchaus eine gewisse Nähe zu einem Nazi-Vergleich. Ja? Also hier wird eine Parallele aufgemacht zu früheren Notstandskabinetten. Und das ist ein Argument, was ja Gauland hier nicht singulär vertritt, sondern was sehr häufig so vertreten wird, dass also hier die Diktatur ausgerufen wird. Ja? Und das wäre ein Beispiel für so eine Diskursorientierung. Das soll natürlich der ganzen Debatte, der ganzen gesamtgesellschaftlichen Debatte über Corona hier sozusagen ein neuer Twist versetzt werden durch diese Diktaturvergleiche. Ja, also so könnte man jetzt zugegebenermaßen sehr oberflächlich diese verschiedenen Merkmale am Beispiel dieser Rede mal auseinanderdröseln. Politische Handlungsfelder, das möchte ich hier nur ganz kurz nochmal einblenden, weil Sie das ja gelesen haben, die wir unterscheiden können. Die öffentlich-politische Meinungsbildung, die innerparteiliche Willensbildung, es gibt aber auch sowas wie politische Werbung. Es gibt das, und das haben wir gerade im Beispiel gesehen, Meinungs- und Willensbildung in Institutionen. Es gibt die Gesetzgebung und es gibt auch sowas wie die politische Bildung. Und überall gibt es bestimmte Akteure und auch bestimmte Textsorten. Wir müssen das nicht im Einzelnen durchgehen, weil wir uns damit auch in den kommenden Wochen noch intensiv beschäftigen wollen. Ich möchte gleich übergehen zu den Sprachfunktionen, die Sie auch bei Gierend nachlesen können. Da wird unterschieden zwischen der regulativen, der postkativen, der informativ-persuasiven und der integrativen Sprachfunktion. Regulativ ist gekoppelt an die Gesetzgebung, ja, an Verordnungen, Verbote, Erlasse. Postkative ist gedacht als die fordernde Sprachfunktion. Während also regulativ sozusagen von oben nach unten, von den Beherrschenden zu den Beherrschten, ist die postkative Sprachfunktion genau umgekehrt, dass die Beherrschten sich an die Beherrschenden wenden und gewisse Dinge einfordern in Form von Protest zum Beispiel.
Es gibt die informativ-persuasive Sprachfunktion, dass zum Beispiel Verordnungen auch noch erläutert werden und um Zustimmung gesorgt wird, geworben wird. Und schließlich die integrative Sprachfunktion, die darauf abzielt, dass, ja, ich denke, der Name spricht für sich, dass so eine gewisse Gemeinschaftlichkeit beschworen wird. Und das Ganze möchte ich auch wieder an einem Beispiel klar machen. Wir bleiben beim Thema Lockdown und beginnen mal hier, nur mal wahllos herausgegriffen. Es gibt natürlich einen wissenschaftlichen Corona-Diskurs, der hier von KollegInnen an der Uni Jena untersucht wurde, der hier gerade auch in Bezug gesetzt wird mit dem öffentlichen, auch Laien getragenen Diskurs über Corona. Ja, wir reden ja seit Monaten intensivst darüber. Und vor dem Hintergrund dieses Corona-Diskurses, an dem sich die Wissenschaft beteiligt, aber auch die Öffentlichkeit und andere Akteure, Kirchen und so weiter, Verbände. Vor diesem Hintergrund hat dann im Kanzleramt, wie Sie wissen, vor einer Woche diese Videokonferenz stattgefunden zwischen den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, wo über die Lage beraten wurde. Das war ein nicht öffentliches Gespräch. Ja? Allerdings war es insofern doch öffentlich, weil es ja breit angekündigt wurde und es auch alle möglichen Spekulationen gab und auch Vorberichterstattungen. Da wurden dann schon gewisse Entwürfe für Beschlüsse vorher geleakt und so weiter. Ja? Also es ist zwar ein nicht öffentliches Gespräch, aber trotzdem vor den Augen der Öffentlichkeit. Die Beschlüsse dann wurden dann erlassen. Ja, das haben wir alle mitbekommen und wir alle sehen ja die Konsequenzen davon. Es gab dann am nächsten Tag im Bundestag diese Regierungserklärung, die ich eben schon angesprochen habe, wo Angela Merkel die Beschlüsse nochmals erläutert hat. Und es gab dann nochmals anschließend auch noch eine Bundespressekonferenz. Also hier hat sie sich zunächst im Parlament gestellt und hat die Einwände und die Rückfragen und so weiter entgegengenommen, dann aber eher das dialogischere Format mit den MedienvertreterInnen in der Bundespressekonferenz. Wir sehen also hier, nachdem es hier vor allem dann um die regulative Sprachfunktion geht, also tatsächlich Beschlüsse oder man sich darauf geeinigt hat, Beschlüsse zu erlassen, ging es dann hier vor allem um die informativ persuasive Sprachfunktion. Es wurde um Zustimmung geworben. Auch hier wurde nochmal die Öffentlichkeit informiert und es gab Gelegenheit zu Rückfragen. Und dann gab es noch das hier, interessanterweise. Es gab nochmal einen Podcast, ja, nachdem, also zuerst wurde das Parlament adressiert, dann wurde die Presse adressiert und dann nochmal wirklich die Öffentlichkeit, die einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Und da ist nochmal ganz andere Dinge auch benannt worden, sowas wie, wir müssen solidarisch zusammenstehen. Ja, also hier gerät dann die integrative Sprachfunktion plötzlich in den Vordergrund. Es gab alle möglichen Reaktionen, ja, auf diese Lockdown-Beschlüsse. Ich möchte eine Sache herausgreifen, was hier in Dresden jetzt am Wochenende akut war. Die Gruppierung Querdenken, die, denke ich, sich erkennbar anlehnt an die Querfront-Idee und ganz, ganz tief mit einem Bein im Rechtsextremismus steht für mein Befinden. Die hat ja hier in Dresden eine Außenstelle gewissermaßen, ja eigentlich in Stuttgart, aber jetzt eben auch in Dresden. Da gab es ja dann am Wochenende diese große, große Demonstration, wo die Politik, wo die Polizei nicht mehr hinterherkam, die Abstandsregeln einzufordern. Sie haben das alle mitbekommen. Ja? Also hier wurde dann unter anderem gegen die Lockdown-Beschlüsse groß demonstriert. Man hat sich auch wieder auf so Grundwerte wie Freiheit, Freiheit und so weiter berufen. Gerade bei dem Ruf Freiheit, Freiheit haben ja einige Rednerinnen ihren Arm
so hoch, in einer Art und Weise hochgehoben, die doch arg an einen Hitlergruß erinnert hat. Und dazu gab es dann eine Stellungnahme wiederum von Michael Fritsch und Arthur Helius, indem sie das von sich weisen und sagen, es war kein Hitlergruß, ja, also einfach abgestritten. Das Ganze wird dann in den Kommentaren zu diesem YouTube-Video auch wieder aufgegriffen. Und hier finden wir das, was wir schon bei Gauland angedeutet gesehen haben. Ja. Hier wird schon bald 1933 überboten durch Zerstörung von Land und Leben, zumindest wenn wir es nicht stoppen können. Ja. Also auch hier wird wieder dieser Nazi-Vergleich herangezogen. Und zwar wohlgemerkt nicht wegen des Hitlergrußes, sondern wegen der angeblich zensierenden Berichterstattung über die Querdenken-Demonstration. Ja? Also hier können wir sehen, wie der Diskurs so durch die verschiedenen Politikfelder hindurch wandert und das Sprechen über die Lockdown-Beschlüsse jeweils ganz unterschiedliche Funktionen erfüllt. Denn was wir hier natürlich auch sehen, ist natürlich so eine Art integrative Sprachfunktion, da sich hier die Querdenken-Anhängerinnen zusammenrotten, ja, und sich gemeinsam wehren gegen die vermeintlichen Angriffe von außen. Ja, also wir finden hier die Lockdown-Beschlüsse, das bedienen die regulative Sprachfunktion, die Querdenken-Proteste, die postkative Sprachfunktion in der Bundespressekonferenz und in der Stellungnahme von Querdenken, die informativ-persuasive und schließlich aber auch die integrative Sprachfunktion zum Beispiel im Videopodcast von Merkel, aber natürlich auch in den Querdenkenstellungnahmen und vor allem auch den Kommentaren. Ja, also so könnte man sich so ein Feld erschließen mit den Termini und Begrifflichkeiten von Gierend. Und ich möchte Sie bitten, in der Gruppenarbeit jetzt selbst aktiv zu werden. Sie haben ja zur Vorbereitung hoffentlich auf sächsische.de Artikel zusammengesucht, in denen politisches Sprachhandeln thematisiert wird, in irgendeiner Form. In Ihrer Gruppenarbeit können Sie sich bitte pro Gruppe für zwei interessante Beispiele, besonders schöne oder besonders klare oder besonders interessante Beispiele entscheiden. Und damit können Sie bitte das Padlet bestücken, zu dem Zugang dazu schicke ich Ihnen. Ich zeige Ihnen das mal. So sieht das aus. Sie können hier ganz einfach über Doppelklick dann einen Link einfügen, hier, und Sie können dann bitte Folgendes machen, dass Sie den Handlungstyp benennen, das Handlungsfeld, dem Sie es vornehmlich zuordnen würden, nach Gierend, und auch die Sprachfunktion. Also in diesem Fall, wenn Trump jetzt die Rede gehalten hat und sich zum Wahlsieger erklärt, dann ist es eine Rede am Wahlabend, dem Feld der politischen Werbung zuzuordnen, und erfüllt integrative Sprachfunktionen, indem er seine Wählerschaft hinter sich zusammenrottet. Ja? Und da bin ich mal gespannt, was Sie rausfinden. Bevor wir in die Gruppenarbeit gehen, treffen wir uns aber in der Videokonferenz. Ich danke Ihnen. Tschüss.